Ja, Jorge, mein, willkommen zurück zu Let's Play The Elder Scrolls 5 Skyrim. Mit meinem Kollegen, dem Feindal, oder wie man auch immer das ausspricht, begeben wir uns jetzt einmal. Ist auch schön so mit der Abendröte, ne? Und dieser Berg, riesiger Berg. Begeben wir uns jetzt mal auf den Weg da hoch irgendwo. Ich glaube, hier müssen wir entlang. Weil wir da irgendwas besorgen sollen. Von irgendwelchen strangen Banditen. Na, du holst den Bogen auch raus, wenn ich den raushol, das ist gut. Wow. Wo waren da jetzt deine Hilfe? Hä? Na, wie macht man das jetzt? So, mit R. Okay. Da, okay. Warum bist du von hier gekommen? Gibt's hier was? Nö. Gut. Ups. Naja, also das Speichern, das scheint hier ein bisschen. Also ich kann das übrigens, ich habe mal ausprobiert. Das ist jetzt Grafikeinstellung hoch, ne? Es gibt ja noch sehr hoch. Das schaut noch mal ein ganzes Stück anders aus. Und ich bin natürlich nur auf 720p Auflösung. Also sprich, das ganze Spiel sieht nochmal um einiges besser aus. Also wenn ich um einiges mein, sag, dann meine ich das auch. Das ist wirklich, das sind nochmal kleine Welten. Aber das packt meine Rechner gar nicht, gleichzeitig aufzunehmen und höhere Auflösung zu spielen und oder bessere Qualität. Das geht einfach nicht. Gleichzeitig mit dem Aufnehmen. Ohne Aufnehmen packe ich das schon. Aber da muss ich mich jetzt halt damit erstmal begnügen. Und ich hoffe, es ist okay, also. Ich habe mit den Schärfeeinstellungen beim Rendern rumgespielt, aber das Problem ist, wenn ich schärfer stelle, also wenn ich da Schärfe hinzufüge, rein mache quasi im Nachhinein, damit man es auf YouTube ein bisschen besser sehen kann, dann habe ich das Problem, dass die Videos gleich viel länger werden. Bist du ein Feind oder bist du ein Freund? Ah ja, Feind. Ihr hättet nie herkommen sollen. Hey, Ja, geht euch das? ja. Wie mache ich eigentlich, wenn ich das jetzt so gezogen habe? Ah ja, okay, R. Zweihänder der Himmelsschmiede. Cool. So, und ich höre jetzt auch gleich auf, Rüstung einzupacken, außer sie ist irgendwie speziell. Weil ich sonst ja gleich wieder überladen bin, das ist ein wenig ein Krampf. Oh, Langbogen plus 12. Stark, nehme ich gleich. Oh. Ihr habt euch eine schlechte Zeit zum Verlaufen ausgesucht. Gebt auf, solange ihr noch könnt! Okay. Was gibt's hier? Gibt's hier was? Nee. Da? Nee. Ist ja leer. Ah. Ach nee, nein! Mensch. Fallout. Böses, böses Fallout. Denn hier? Warum? Ah! Hämmer der Belo. Oh, 60 Gold. Winziger Seelenstein. Und ehrlich gesagt, das läuft mir jetzt hier schon ein wenig zu einfach. Deshalb gehe ich mal in die Einstellungen rein. Gameplay. Und mach mal auf Experte. Es gibt noch Meister, aber das ist, glaube ich, dann doch ein wenig zu viel für mich, für meine Fähigkeiten. Aber Experte könnte, soll ja auch ein wenig, ich soll ja auch mal sterben. Ja, jetzt brauchst du ja nicht husten. Ja, Hüstel, Hüstel. Und Waffen. Jagdbogen. Ah ja. Kann ich hier eigentlich auch irgendwie so auf
Favorit hinzufügen. Ah. Drücke im Spiel Q, um das Favoritenmenü zu öffnen. Okay. Ach, apropos, habe ich nicht auch so Zauberbücher, die soll ich mal. Kopfgeld? An alle fähigen Männer und Frauen von Weißlauf. Die Banditen im Lager stehen. Stehender Strom. Belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer einen Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Okay. Okay. Moment, jetzt habe ich doch Magie. Ah, Favorit, bitte. Und Hellsehen, Favorit. Okay. Und habe ich jetzt, kann ich jetzt Q? Ah ja, und dann kann ich das so, zack. Und was ist das jetzt? Ach, das, genau, das zeigt mir den Weg an. Naja. Das ist natürlich ein, ja, ja, super praktisches Instrument, ne? Zack. Wenn man mal nicht mehr weiter weiß, kann man das hervorragend rausholen. So, weiter geht's. Voll die Schneelandschaft hier. Muss immer ein wenig speichern. Gerade jetzt, wenn ich jetzt die Schwierigkeitsstufe hochgestellt habe, muss ich erst einmal schauen, wie das so ist. Ödsturzhügelgrab. So schleiche ich übrigens, da seht ihr jetzt, das ist jetzt einfach nur so ein Strich in der Mitte. Ne, wenn ich aufstehe, ist ja so was auch immer, Fadenkreuz und hier so ein Strich. Und wenn ich entdeckt werde, da geht da so ein kleines Auge auf. Also das werde ich natürlich schon mal brauchen, weil ich bin ja Bogenschütze, ich muss mich ja heranschleichen. Ungesehen. So, schon mal plündern. Jetzt ist Schluss. Ich werde euch vernichten. Ah! Nee, wo? Wo ist der nächste? Wo ist denn einer? Nirgends, okay. Die werden als kleine rote Punkte ja oben drin angezeigt. Bier kommt immer mal mit. Was ist denn das hier? Das ist einfach so eine Aussichtsplattform. Geh weg! Feindal! Mensch. Da bin ich ja ganz schlecht, ne? Ich habe ja Höhenangst und so. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott! Feindal, geh weg! Geh weg! Geh mir ja aus dem Weg. Okay. Alter, da war ja noch einer, den habe ich ja gar nicht ausgeraubt. Den muss ich ja noch ausrauben. Da. Dietrich, Gold, Wein, lassen wir dir jetzt mal. Jagdbogen. Nee. Okay, und ich nehme mal an, da muss ich rein. Dann gehen wir mal da rein. Unser erster Dungeon. Cool, hä? Das sind da welche. Psch, 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 psch. Psch. Vorausgehen will, dann lasst ihn doch. So müssen wir unser Leben nicht riskieren. Okay.
einfach still und haltet die Augen offen. Warte mal, kann ich die irgendwie die Stimmen? Nee, kann ich nicht lauter machen. Dann machen wir nochmal die Gesamtlautstärke und Effekte noch etwas leiser. So. Was war das? Wie habe ich denn da vorbeigeschossen? Lassen wir die Spielchen. Ja. Au. Gott. Na. R statt A. Nee. Eisenkrieg sein. Bettzeug, kann ich schlafen? Machen wir doch mal. Stund. So. Oh. Haha. Gibt's hier noch was? Noch mehr. Ich brauch mehr Zeug. Halt, hab ich noch nicht. Okay. Ist doch wunderschön hier gemacht, oder? Sternenhimmel. Wie es darunter leuchtet und so. Nichts. Okay. Dann. Schild, Eisenschild. Kann ich dir eigentlich was geben und du nimmst es dann? Warte mal, das probieren wir jetzt mal aus. Pelzrüstung. Fellrüstung. Pelzstiefel, Jagdbogen, Eisenzeug. Ich plündere dir jetzt mal und gebe dir das alles. Mal gucken, ob du dann auch deine Ausrüstung veränderst, so wie in Fallout das eben auch war. Was ist denn da? Eisenkriegshammer. Na, komm mal her. Ich gebe euch Deckung. Was soll ich nehmen? Du sollst Waffen. Wie gebe ich dir das? Geben R. Gebe ich dir mal die Kriegsaxt, den Hammer, einen Jagdbogen, kaiserliches Schwert, einen Langbogen, den da gebe ich dir noch, Bekleidung, so zack, zack, oh ja, du trägst es. Ihr geht vor, ich folge. Ja, das ist ja cool. Da muss ich dir jetzt natürlich noch eine gute Ausrüstung finden. Also nicht nur mir, sondern dir auch noch. Halt mal, was war denn da? Na, nichts Spannendes, nichts Besseres, was du nicht schon hättest. Das ist ja viel cooler, weil dann sehe ich auch wenigstens, wie das aussieht an dir. Okay. Zwei Gold, das ist besser wie nichts. Wir lassen nichts liegen. Okay. Leinentuch, na, was brauche ich denn das? Okay. Verwirrendes Umschauen nach links und nach rechts. Oh, was ist denn da?
Was denn du da? Okay, in eine Falle laufen. In eine Falle laufen. Eine Fackel. Fellrüstung. Stahlschwert, Eisendolch, okay. Das ist doch ein Rätsel. Ich erinnere mich, da muss man doch irgendwie sowas anordnen, wie die Symbole da sind. So. So wie die Symbole da oben sind. Schlange. Schlange. Delfin. Das wird ja da rausgebrochen sein. Und runter. Also Schlange, Schlange, Delfin. Machen wir das mal. Schlange. Schlange. Delfin. Und jetzt? Schnell weg. Ja, war richtig. Ha! Bin noch gut in Erinnerung, hä? Okay. Lesen Dieb. Oh, Taschendiebstahl verbessert. Okay. Ein Seelenstein, die braucht man auch für irgendwas. Ich weiß bloß nicht mehr was. Wupp! Na! Ey! Ja! Ey! Ja! Ja! Ah! Einen! Fiese Viecher, fiese Viecher! Rolle des Feuerballs. Oh. Gift der Lähmung. Hm? Achso, das ist dahinter. Okay, da muss ich irgendwie hin. Wo ist mein Kollege? Da kommst du. Okay. Kommt da jemand? Seid ihr das? Hagner? Björn? Solin? Hm? Was bitte? Ich weiß, dass ich mit der Klaue vorangelaufen bin, aber ich brauche Hilfe. Okay. Du brauchst Hilfe. Ne, da gibt's nix. Okay, dann hier durch. Hallo? Hallo? Geht das irgendwie kaputt? Ah ja, okay. Nein, nicht schon wieder. Wow! Hilfe! Es darf mich nicht kriegen! Hilfe! Ja! Au! Ah, tötet es! Tötet es! Ja! Wow! Sonstiges? Essen? Wo habe ich denn Tränke? Zaubertränke. Zaubertrank der Gesundheit. Wow. Kleine Heilung. Okay. Ja! Ihr könnt mich nicht schlagen! Helft mir, es loszuwerden! Ah! Helft mir! Was heißt der dir, das loszuwerden? Das greift mich an! Tötet es! Tötet es! Gott, 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 Gott! Helft mir hier raus! Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Okay. Holt mich runter! Holt mich runter! Hä? Ah! Da hängt was drin! Helft okay, gleich. Gleich. Gleich, ich muss ja schon mal hier. Muss ja schon mal plündern alles. Alles, was hier rumliegt, bevor es da weitergeht. Holt mich runter! Ja, ist ja klar. Mach ich doch. Mach ich doch. Holt mich runter! Holt mich runter! Ja, ja. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Läuft ja nichts davon. Es läuft ja nichts davon. Halt, hab ich den geplündert. Ha! Dietrich. Was ist denn das? Hier drüben. Ihr habt es geschafft. Schaut ihr wegen. Getötet. Und tot schon mich aus. Los, bevor noch etwas anderes auftaucht. Ha, wo ist die goldene Klaue? Ja, die Klaue. Ich weiß, wie sie funktioniert. Die Klaue, die Zeichen, die Tür in der Halle der Geschichten. Ich weiß, wie alles zusammenpasst.
Helft mir herunter, dann zeige ich es euch. Ihr werdet nicht glauben, welche Macht die Nords hier verborgen haben. Gib mir eine Sticklaue. Sieht es so aus, als könne ich mich bewegen? Ihr müsst mich erst losschneiden. Erschlage Arvel. Verlass mich nicht, um Arkais Willen. Ja gut. Hallo? Es lockert sich. Ich kann es spüren. Dummkopf, warum... Ah! Ich wusste es. Ich lasse euch leben. Diesmal. Du lässt mich leben. Soll das jetzt ein Witz sein? Hallo? Jetzt rennt er davon. Naja, müssen wir erst einmal plündern hier. Dem werden wir schon irgendwie hinterherkommen. Was ist denn das? Ein Balsamierungswerkzeug. Gidigidigid. Das gefällt mir nicht. Was denn? Speichere ich lieber? Oh. Docker. Wow. Hä? Ui. Okay. Das sind also so Viecher, die da in irgendwas drin... Oh, alte Nordkriegsaxt. Okay. Bist du? Drogger. Ja, ist das ein Viech oder was? Kann man den... Nö. Anscheinend nicht. Aber da. Geh weg. Ja, immer schön meinen Kollegen angreifen. Okay. Hauptsache nicht mich. Hauptsache nicht mich. Das macht ihr schon richtig. Okay. Sind da noch mehr? Das ist da auch ein Trauger. Ha. Aber das ist irgendwie... Irgendwie leben die nicht. Wow! Ah! Ich sehe schon, woher das kommt. Oh, ich muss irgendwas... Komm doch, komm doch! Mist! Wow, bist du ein Zauberer? Objekte, da muss ich mal dann lieber irgendwas... Zaubertränke... Oh! Wow! Oh. Oh. Helf mal, Alter, mal. Fenrir. Oh, ey. Vielleicht ist Dominik zu hart für mich, hä? Ja. Finishing Move. Okay, okay. Wow. Wow. Das war ein wenig hart. Und du, fauler Hund? So, wie war das jetzt? Das löst es aus? Komm. Ah, okay, du bist dabei. Ah, da ist er doch wieder. Da habe ich die goldene Klaue. Da habe ich das Tagebuch. Tunika mit Gürtel? Ne, brauche ich nicht. Okay. Was hast denn du mir da jetzt gegeben? Objekte. Bücher?
Das Tagebuch. Meine Finger zittern. Ich halte die goldene Klaue endlich in Händen und mit ihr die Macht über die uralten Nordhelden. Dieser Schwachkopf Lucan Valerius hatte keine Ahnung, dass die Lieblingsdekoration seines Ladens in Wirklichkeit Schlüssel zum Ödsturz-Hügelgrab war. Aha! Jetzt muss ich nur noch zur Halle der Geschichten und die Tür aufschließen. Der Legende nach haben die Nord den Zugang mit einer Prüfung versehen, um die Unwürdigen fernzuhalten. Aber es heißt, wenn ihr die goldene Klaue besitzt, dann liegt die Lösung in der Hand. Okay? Nun? Das war's. Okay, ne, das kenne ich. Da weiß ich, was ich mit den Krallen zu tun habe. Wie ich damals gespielt habe, war ich überfordert. Da habe ich nicht gewusst, was ich damit anstellen soll. Das ist doch wieder so eine Droge. Oder Dauge. Oh, ich bin Stufe 2. Platz hätten wir da mal schnell. Gesundheit machen wir nochmal. Und wir machen erst nochmal. Kann ich nochmal Schießkunst machen? Wenn es geht. Ja. Ah, cool. Okay, 40% mehr Schaden. Ist das auch wieder einer? Nein. Trauger. Was auch immer Trauger ist. Ich hab keine Ahnung, was das sein soll. Oh, ein alter Nordbogen. Den nehme ich natürlich mit. Und wende ihn auch gleich an. Jagdbogen. Machen wir ihn weg. Und alter Nordbogen und den zu den Favoriten. Oh, schaut der gut aus. Okay. So, was ist das hier? Yeah! Komm! Oder kann ich das... Na schau, jetzt kannst du durch. Oh Gott. Da kommen doch bestimmt noch mal welche, oder? Von diesen Daugern. Ja. Wow, haut das rein. Nicht schlecht, nicht schlecht. Vielleicht soll ich auf Master umstellen. Das ist doch schon wieder einer. Kann ich irgendwie zoomen? Nee. Was ist das? Kann ich das? Ja! Hey, pass da ein bisschen auf! Okay, latsch halt nicht nein! Mensch. Und jetzt? Kann ich da nicht mehr durch, oder was? Ah doch, es hört wieder auf. Okay. Ah, was war das? Nee, hat so schimmernd ausgesehen. Okay, Zweifachschaden macht man da, wenn man unentdeckt bleibt. Das ist sehr cool. Sehr cool. Okay, okay, okay. Schleichst du auch? Ja, du schleichst auch. Okay. F5. Bipper, bipper, Angst. Wenn ich dran denke, was für Dungeons hier noch alles gibt. Und ich habe bei dem schon Schiss. Wow.
Okay. Kommt da auch noch einer raus? Was ist das? Da ist ein Hebel. Dann ziehen wir den. Sonst gibt's ja hier nichts, ne? Ne. Okay. Ich schleiche jetzt nur noch. Ich bewege mich nur noch schleichend durchs Level. Was hier? Weiß keiner. Okay. F5. Was ist denn das? Jetzt habe ich einen Trollschädel eingebaut. Das ist sonst wieder so Zeug, das nimmt mich zu und ich merk's nicht einmal. Ja, das nehmen wir mal alles mit. Was ist da und was ist hier? Oh! Schau! Ein Drucker! Der kommt jetzt wohl zu uns, oder was? Über den Weg. Gut, dann... Ja, nicht gegen Kisten laufen. Sondern hin. Oh, da verbessere ich mein Schleichen. Wenn mich was angreift und ich... Okay. Ah, Mist. Okay. Also, ich glaube, so werde ich mich jetzt wahrscheinlich 90% der Spitze durch die Gegend bewegen. Ja? Sitzend, schleichend. Dauert natürlich ein wenig länger, als wenn ich so laufen täte, aber dafür unentdeckt. Geht's da runter? Wo geht's da hin? Schauen wir erst schon mal runter. Aha, war die richtige Entscheidung. Nur Witze. Oh, das war einfach. 3 Dietriche, 19 Gold. Immerhin. Was hier? Komm ich da irgendwie durch? Nee. Okay. War das alles hier? Sieht so aus, ne? Als ein. Kann man die eigentlich auch hier irgendwie. Nee, kann man nicht hochheben oder so. Weil es geht bestimmt. Müsste ich mal nachgucken, wenn ich mal Zeit habe. In das irgendwie machbar ist. Komme ich von da? Ich glaube schon, ne? Gehen wir mal nach da. Okay. Okay, da steht wer? Oh, ein ruheloser Trauke. Ist der stärkere von eben, ne? Au! Oh, und schon Level 3. Da seht ihr mal, wie schnell das gehen kann. Kann ich nochmal Schießkunst verbessern? Machen wir nochmal erst Gesundheit. Schießkunst. Erfordert 40. Das kann ich. Aber ich habe hier was. Was ist das? Todesauge. 10% Chance für einen kritischen Treffer. Das ist natürlich klasse. Was ist das hier? Wenn du während des Zielens Blocken drückst, kannst du heranzoomen. Das ist noch besser. Adlerauge. Okay. Jetzt geht er hier ratzfatz mit den Stufen. Soll ich doch mal auf den Meister umschalten? Komm, ich mach's mal. Und F5. Damit ich weiß, wo ich wieder einsetzen muss, wenn Meister zu heftig war. Eine Lehrlingstruhe. Sehr schön. Oh.
Okay. Das Allerheiligste. Erschreckt mich halt. Erschreckt mich. Oh Gott. Okay. Das gefällt mir nicht. Ja, mir auch nicht. Müssen wir trotzdem durch. Okay. Wow. Ah, okay. Okay, das war dann anscheinend zu spät. Finishing Move. Okay. Was haben wir hier? Bist du eigentlich schon mal mittlerweile da? Hallo? Wo bist du? Was ist denn der Bursch hin? Ist er irgendwo verreckt? Hallo? Fell irgendwas rein? Wo bist du? Das bist du nicht? Liegst du auch nirgends rum? Verstehe ich nicht, ist er jetzt einfach gegangen, oder was? Hat er keinen Bock mehr gehabt? Oder Unverschämtheit, was ist denn das? Okay, schauen wir mal da hoch. Nee. Nichts zu plündern. Hier ist wieder, da muss man Obacht geben. F5 und wieder weiter. Eisentür. Okay, okay, okay. Ah ja, hier. Also da musste ich wirklich schon mal Google bemühen, früher, wie ich das erste Mal gespielt habe, um zu wissen, was man da machen muss. Und zwar haben wir jetzt im Inventar diese Kralle, ne? Wo ist sie? Goldene Klaue, da. Und seht ihr das da unten drauf? Da ist ein Bär, da ist eine Motte und da ist ein... Kannst du ja so drehen. Bär, Motte, Eule, ne? Und das muss man hier natürlich eingeben. Aber das... sieht man ja erst einmal nicht, oder man kommt ja erst einmal nicht auf die Idee, in seinem Inventar zu gucken. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht aufgepasst, was ich gesagt habe. Bär, Motte, Eule. Also gut. Bär. Motte. Was sagen wir, das ist? Keine Ahnung, ja. Jetzt die Eule. So, und jetzt reinstecken. Und dann geht es auf. Ja. Wenn man das falsch macht, dann kommen da so Pfeilchen von überall her und man ist mehr oder weniger tot.
An dieser Stelle, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis demnächst. Tschüss.